Hallo und willkommen hier auf Neu1 zum Neu1-Journal. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schön, dass Sie Ihr Regionalfernsehen aus Neubrandenburg wieder eingeschaltet haben. Ja, das neue Schuljahr steht schon direkt vor der Tür und wir haben eine Empfehlung für Sie in puncto Vorbereitungen, was Materialien und Ausstattung angeht. Außerdem verraten wir, wer bzw. was Augustus ist und warum es im Tollensesee schwimmt. Zunächst aber weitere Streiflichter in kompakter Form. Die Karl-Marx-Statue am Neubrandenburger Schwanenteich ist erneut beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilte, meldete ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung am Mittwochabend einen Schaden am rechten Arm der Statue und eine verfassungswidrige Schmiererei auf dem Torso. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Neubrandenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden. Bereits vor der erneuten Sachbeschädigung wurde der Marx-Statue seit ihrer Neuaufstellung am Schwanenteich zweimal durch unbekannte Täter der rechte Arm abgetrennt. Ein neues Einsatzgerät für den Katastrophenschutz des DRK Neubrandenburg. Innenminister Christian Pegel übergab das Wechselladefahrzeug am 21. August offiziell an Landrat Heiko Kerger und DRK Neubrandenburg-Geschäftsführer Reik Lempke. Der LKW mit Containerwechselsystem soll die Einsatzlogistik bei Großereignissen wie Hochwasser oder Waldbränden optimieren. Wir können mehr zum Standort bringen. Wenn wir jetzt hier einen Container vollgeladen haben, können wir den dort absetzen und holen uns dann neue Technik im anderen Container. Dadurch sparen wir natürlich jetzt Fahrzeuge ein. Ne? Und wir haben einen Fahrer, der nicht immer gebunden ist. Dadurch, dass der Container ja dort im Einsatz ist, haben wir einen Fahrer, ne, der dann gleich wieder losfahren kann und dementsprechend neue Technik holt oder das, was gebraucht wird. Es ist eines von 8 Fahrzeugen gleicher Bauweise. Entwickelt als Sonderanfertigung für die 6 Landkreise und die kreisfreien Städte Rostock und Schwerin. Der Entwicklungsfokus lag dabei auf einer einfachen Handhabung, welche auch die Bedienung durch weniger erfahrene Zugmaschinenführer möglich macht, sowie auf der Vereinheitlichung der Systeme. Auch die Kosten sollen sich so senken lassen. Ich muss eben weniger LKWs, die relativ teuer sind, in der Anschaffung kaufen. Und umgekehrt kann ich eben auch im ganzen Land wechselseitig helfen. Wenn jetzt an einer Stelle Hochwasser wäre, an der Rostocker Küste, dann können auch die Katastrophenschutzorganisationen mit diesem Fahrzeug aus dem Hinterland helfen, weil sie alle das Gleiche haben und damit auch die entsprechenden Container, die entsprechenden Materialien beispielsweise in Rostock transportieren helfen können. Also es ist schon der Anfang oder die deutliche Fortsetzung dieser viel stärkeren Zusammenarbeit, die man schon bemerkt, die auch gewollt ist. Das setzt voraus, dass das gleiche Material überall ist und dass das Konzept mitgetragen wird, was im Übrigen alle Landkreise und kreisfreien Städte und auch unser eigenes Katastrophenschutzlager tun. Weniger für jedes Thema ein LKW, sondern mehr Container, die dann aber von wenigen LKW aufgenommen und wieder abgesetzt werden können. Dadurch sind die Fahrzeuge viel schneller wieder frei. So müssen statt verschiedener Fahrzeuge nur einsatzspezifisch abgestimmte Container vorgehalten werden. 260.000 Euro kostet das neue Wechselladefahrzeug. Es ist inzwischen das 5. das an die Städte und Landkreise übergeben wurde. Am letzten Augustwochenende findet in Neubrandenburg auch 2024 das traditionelle Viertorefest statt. Die City und ihre gotischen Wahrzeichen werden sich wieder zu einem familienfreundlichen Treffpunkt verwandeln und Mitmachangeboten, Open-Air-Konzerten, Ausstellungen, Märkten und vielem mehr Platz bieten. Auf 6 Bühnen und an 14 Veranstaltungsorten finden insgesamt 119 Programmpunkte statt. Für jeden Geschmack sollte sich also etwas finden lassen. Das ist das Haus der Familie Müller. Schönes Haus. Alle Fenster sind von Mebern. Und die Türen auch. Im Winter sitzen die Müllers in ihrem Wintergarten von Mebern und im Sommer auf ihrer Terrasse mit Terrassendach von Mebern. Wenn es zu heiß wird, setzen sie sich unter den Sonnenschutz von Mebern und damit keine Insekten ins Haus kommen, haben sie einen Insektenschutz von Mebern. Wahnsinn, alles von Mebern. Und wer führt die Wartungen durch, damit nichts kaputt geht? Mebern. Und wer kommt zur Reparatur, wenn doch mal was kaputt geht? Mebern. Und was ist bei einem Notfall? Dann kommt der Mebern-Fenster-Notdienst.
Die Familie Schulz von nebenan sind stark beeindruckt und ein bisschen neidisch. Die Schulzes haben nämlich Fenstertüren, Terrassendach und Wintergarten von anderen Herstellern. Kein Problem, sagt der Mitarbeiter von Meban. Wir bieten Wartungsservice, Reparatur und Fensternotdienst für alle an. Wir bei Meban, wir sind da nicht so. Meban, Qualität aus Leidenschaft. Neulich fragt mich meine Enkelin, ob ich mit ihr nach draußen gehe, Fußball spielen. Bis vor ein paar Wochen hätte das überhaupt nicht funktioniert. Solche Knieschmerzen hatte ich. Doch dann habe ich Rosaxan für mich entdeckt. Jetzt steht einem Match mit meiner Enkelin nichts mehr im Wege. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Sehr geehrte Damen und Herren, die Lage ist prekär. Die Menschen, die dieses Land aufgebaut haben, werden im Stich gelassen. Die Sozialversicherung, insbesondere die Kranken- und Pflegeversicherung, stehen vor einer finanziellen und personellen Katastrophe. Wer keinen Pflegedienst findet oder sich keinen leisten kann, der muss als Familie selber pflegen. Wer selber pflegt, der fehlt. Er fehlt am Arbeitsplatz, er fehlt in der Wirtschaft. Der Pflegekrise folgt die Wirtschaftskrise. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft der Pflege gestalten. Packen wir es an, kommen Sie zu unseren Bürgerdialogen. Mehr Informationen finden Sie in der regionalen Presse oder auf www.pflegeleidenschaft.de. Frische Produkte in Bio-Qualität zu fairen Preisen. Individuell online zusammenstellbar. Per Lieferservice direkt vor die Haustür. Der Biomarkt Neubrandenburg. Beiträge rund ums Wohnen in Neubrandenburg. Monatlich neu zu sehen täglich. Hier auf Neu 1, das Neuwoges-Magazin. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die großen Sommerferien sind schnell schon wieder ganz schön geschrumpft und so steht mit dem Start in den September dann auch das neue Schuljahr vor der Tür. Da gibt es in der Regel noch viel zu besorgen, besonders wenn ABC-Schützen in die Schulkarriere starten. Gut, wenn da alles an einer Stelle zu finden ist. Der Start in die Schulkarriere ist ein ganz besonderer Moment. Sowohl für Kinder als auch für Eltern. Natürlich will man den Kleinen von Beginn an beste Bedingungen mit auf den Weg geben. Am Material soll es nicht scheitern. Alles, was es dafür braucht, findet man in der Globus-Markthalle im Bethanien-Center Neubrandenburg. Holger Knuth ist bereits bestens auf die Kundschaft eingestellt. Aktuell geht hier der im vergangenen Jahr etablierte Schulbuch-Einbindeservice in eine neue Runde.
wurde letztes Jahr sehr, sehr gut angenommen. Und wir haben uns auch dieses Jahr noch besser vorbereitet darauf, um die Wartezeiten geringer zu halten. Wir haben nicht nur eine Maschine zum Einschlagen, sondern drei Maschinen. Also kommen Sie sehr gerne vorbei, die Wartezeit deutlich geringer. Wir sind auf alles vorbereitet. Wir haben alle Folien von grün, gelb, blau, rot und transparent natürlich. Oder für den großen Atlas, wir haben alles dabei. Ein großes Thema ist die Abarbeitung der Schulliste. Da gibt es so einiges zusammenzusuchen. Natürlich helfen die Globus-Mitarbeiter auch hier gerne bei der Zusammenstellung. Sie können es auch online machen unter www.globus.de, sowohl als auch Bücher und Schullisten. Einfach Schulliste hochladen und fertiges Paket abholen. Wer dem ersten Schultag etwas ängstlich entgegensieht und sich einen kleinen Begleiter wünscht, an dem man sich ein wenig festhalten kann, der sollte einmal an diesem Gerät vorbeischauen. Was von Weitem ein bisschen aussieht wie eine Popcornmaschine, ist in Wirklichkeit eine Plüschtiergeburtsstätte. Genau, was ganz Besonderes in Neubrandenburg, wir haben eine sogenannte Bärchenmaschine, ob für groß oder klein, das spielt ja gar keine Rolle, davon abgesehen. Aber kommen Sie natürlich gerne mit Ihren Kindern vorbei und wir befüllen dieses Kuscheltier mit Ihrem Kind zusammen und wir erwecken es gemeinsam zum Leben. Schultüten in verschiedenen Größen und Farben. Zum Selbst zusammenstellen oder fertig verpackt als kleine Geschwistertüte. Stifte, Hefte, Füller und Co. Das Sortiment für den Schulstart ist groß, doch gerade im Schreibwarenbereich ist für alle Klassenstufen etwas zu finden. Besonders für Linkshänder sind in diesem Jahr viele neue Angebote dabei. Und es bietet sich natürlich auch die Möglichkeit, im Unterricht mal etwas Neues auszuprobieren. Ja, wir haben uns mal eine Neuheit ins Haus geholt von der Firma Legami. Ein Gelschreiber mit ganz vielen verschiedenen Motiven. Ist dann langsam auch zum Trendartikel geworden, zum Sammelartikel. Der Gelstift hat die Schreibeigenschaften eines Feinliner, ergänzt allerdings durch eine Korrekturmöglichkeit. Er hat natürlich nicht nur die Besonderheit, dass er schreiben kann, selbstverständlich. Die zweite Besonderheit ist auch, dass man auch sein Geschriebenes wegradieren kann. Und das ist eine kleine Besonderheit und das funktioniert sehr, sehr gut. Ab einem Schreibwaren-Einkaufswert von 20 Euro erhält man übrigens einen bunten Tintenstift zum Sammeln. Gratis, obendrauf. Und für Sammler gibt es aktuell spannende Neuigkeiten. Das Sortiment der beliebten Pokémon-Sammelkarten hat sich noch einmal erweitert. Gut geeignet zum Tausch mit neuen Freunden auf dem Schulhof. Das Thema Pokémon ist bei uns ganz groß. Und wir haben alle Sammelkarten, aktuelle Booster-Pakete, von kleinen Paketen bis etwas bisschen wertigen Premium-Paketen. Wir haben alles dabei. Auch die hauseigene Sammelaktion geht in die nächste Runde. Professor Globus ist wieder da und mit ihm kommt das neue Sammelalbum. Ja, unser Professor Globus hat wieder nach Hause gefunden und hat ein neues Thema mitgebracht. Das Universum haben wir schon entdeckt, die Flüsse und die Meere haben wir entdeckt und jetzt ist das große Thema die Erde. Das neue Album gibt es für 2,49 Euro. Die Stickertütchen kosten 50 Cent oder es gibt sie gratis an der Kasse ab einem Einkaufswert von 20 Euro zum Einkauf mit dazu. Noch bis zum 21. September in der Globus Markthalle im Bethanien-Center Neubrandenburg. Wir schauen jetzt noch an den Tollensesee. Am Augusterbad wurde am 22. August ein innovatives Projekt gestartet. Nicht nur für den Tollensesee eine Premiere, sondern auch europaweit einmalig, lautet das Fazit der Projektbeteiligten zur neuen multifunktionalen Wassermessstation. Die auf einem Schwimmträger installierte Technik erfasst kontinuierlich eine Vielzahl verschiedener Daten in unterschiedlichen Wassertiefen und stellt diese per Mobilfunk zur Verfügung. Wir gehen von Lufttemperatur, Wassertemperatur, dem pH-Wert, die Leitfähigkeit, Phytoplankton, das heißt also Thema Blaualgen und grüne Algenblüte werden wir frühzeitig erfassen können und brauchen sozusagen nicht im Nachhinein die Bevölkerung informieren, sondern haben vielleicht ein Frühwarnsystem sozusagen, womit wir sagen können, jetzt gibt es eine Blüte, Achtung, der Strandabschnitt wird geschlossen, vorsorglich, weil das passiert durch den Klimawandel immer öfter. Das wird immer wieder ein Problem sein.
Das von den Landkreisen Mecklenburgische Seenplatte und Vorpommern-Greifswald gemeinsam initiierte und durch die IKT Ost entwickelte Projekt ist ein Teilbereich eines von insgesamt 73 Smart City Bundesmodellprojekten, gefördert durch das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen zur Digitalisierung kommunaler Daten und Aufgabenbereiche. Die gewonnenen Gewässergütedaten werden unter anderem an die Ämter weitergeleitet. Langfristig sollen sie aber auch im Geoinformationsportal oder auf den Webseiten der Kommunen erscheinen und damit auch den Bürgern zur Verfügung stehen. Das Gesundheitsamt beprobt alle Badestellen alle 4 bis 6 Wochen. Und das passiert auch nur in der Hauptsaison. Also man weiß nicht ab Oktober sozusagen, was passiert noch im Gewässer. Und es gibt ja mittlerweile eine sehr große Badegemeinschaft, die auch ganzjährig baden geht. Und wir haben den Vorteil mit unseren Wassersensoren, dass wir dort sozusagen ganzjährig messen können und halt die Daten übertragen lassen, digital, und einmal die Stunde messen. Alle 2 Stunden werden die Daten aktualisiert. Und man kann sozusagen von zu Hause aus auf der Stadtseite Neubrandenburg hoffentlich bald die Daten sehen. Ich taufe dich hiermit auf den Namen Augustus. Getauft wurde die erste Gewässergüte-Messstation auf den Namen Augustus. So werden die ersten digitalen Gewässerdaten der beiden beteiligten Landkreise nun vom Tullensesee übertragen. 19 weitere Messstationen sollen folgen. Eine davon ist für den Neubrandenburger Reitbahnsee vorgesehen. Neubrandenburger Badegäste können damit bald ganz unkompliziert aktuelle Wassertemperaturen, pH-Werte oder Algenbelastungen online abrufen und sich selbst vom Zustand der Wasserqualität überzeugen. Und wir überzeugen uns jetzt abschließend noch von der Wetterqualität für die letzten Ferientage. 70 Jahre Neuwoba, unser Zuhause seit Generationen. Immer am Puls der Zeit sind wir verlässlich für Neubrandenburg und seine Menschen da. Die Neuwoba präsentiert Ihnen das Wetter auf Neu1. Jahre Neuwoba, unser Zuhause seit Generationen. Immer am Puls der Zeit sind wir verlässlich für Neubrandenburg und seine Menschen da. Die Neuwoba präsentierte Ihnen das Wetter auf Neu1. Das war unser aktuelles Neu1-Journal. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Mehr haben wir dann in der nächsten Sendung für Sie auf dem Programm ab Freitag, ab 30. August, hier an dieser Stelle. Bis dahin machen Sie es gut. Tschüss.